Endlich ist es soweit. Das Finale von Talente mit Perspektive steigt an diesem Wochenende in Wetzlar. 96 Talente haben sich dabei in den deutschlandweiten Vorturnieren durchgesetzt. Jetzt kämpfen die U13-Spielerinnen und Spieler um einen Platz im Perspektivkader. Es geht also um viel. Die Gastgeberstadt ist folglich ebenso im Basketballfieber wie die Talente selber. Die Stadt Wetzlar ist Stadt des Sports. Wir vereinen hier Breitensport, Spitzensport in unserer Stadt und von daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Signal. Zum einen an die Jugendlichen in unserer Stadt, zum anderen betont es eben unseren Charakter Stadt des Sports. Wir sind gerne Gastgeber. Ich habe den Eindruck, dass alles hochmotivierte Sportlerinnen und Sportler sind und dass ich glaube, dass dort viel Potenzial für den deutschen Basketballsport da drin steckt. Mit engagiertem Einsatz, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, glänzen die Mädchen und Jungen. Allesamt natürlich mit dem großen Ziel vor Augen, die anwesenden Bundestrainer von sich zu überzeugen. Hier haben die Talente nochmal die Möglichkeit, vor den Bundestrainern, vor den Talentscouts, halt einmal zu spielen und aber auch zu turnieren. Und hier haben die wieder die Chance, sich für den IMG-Liga-Perspektivkader zu qualifizieren. Das Projekt Talente mit Perspektive ist nun im sechsten Jahr. Mhm. Und ist ganz wichtig für den Deutschen Basketballbund und die frühe Talentsichtung. Mhm. Wir haben das Glück, dass wir das bis 2015 fortführen können und somit früh Nationalspieler ausbilden zu können. Wer es in den Perspektivkader des Deutschen Basketballbundes und der ING Liba schafft, entscheidet sich am morgigen Sonntag. DBB TV ist dann live dabei.